Und damit herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Let's Play. Und zwar habe ich mir einfach mal gedacht, hey, wir haben zwar schon einige Let's Plays auf unserem Games-Kanal hier bei Heal Fakti Games, aber irgendwie fehlt da ein bisschen was Story-lastiges. Und deswegen habe ich mir einfach mal gedacht, holst du mal ein storylastiges Spiel raus. Und ich habe mich erstmal für Far Cry 2 entschieden. Oh, wieder so altes Spiel, ey, spiel mal neu. Nein! Far Cry 2, eigentlich ein richtig solides Spiel. Ihr werdet schnell merken, wenn Kronk der Shooter King ist und Sarazar der Pro-Gamer auf einem neuen Level, dann setze ich dem Ganzen nochmal die Krone auf. Also ich bin absolut nicht der Shooter King und trotzdem habe ich hier Spaß dran und man kann sich ja im Laufe eines Spiels sicherlich noch verbessern. Ich habe es mal kurz angetestet, läuft super und von daher schauen wir einfach mal die Charakterauswahl. Marty Alenka an. US-Amerikaner. Warren Clyde, ich glaube, den hatte ich eben. 33. Josip Idromono. Kosovo-Albaner. 48 Jahre. Israeli. 34. 45. 40. Ja, alle so alt. Und kein Deutscher dabei, wa? Nordire. Jo, Alter. 24 Jahre, der ist ja noch jung. Schmuggler. Aha. Ja, ja, nimm mal einfach den, wa? Oder? Vorhin hatte ich den zweiten, jetzt nehme ich mal den hier und ja, dann schauen wir mal. Ich bin gerade mal 5 Minuten in diesem Land und schon ist klar, dass es hier richtig übel werden wird. Die UFL und die APR rüsten für einen offenen Kampf auf. Meine Mission ist einfach, ich soll den Schakal töten, den Bastard, der beide Seiten mit Waffen versorgt. Es ist noch gar nicht lange her, hier da, dreckigen kleinen Kriege, die kaum eine... Jo. So, kann losgehen. Verzeihen Sie die Verspätung. Ja. Kein Problem. Sie wollen in ein Hotel in Pala. Weiß schon Bescheid. Glück für Sie, dass Pala noch ein Hotel hat. Ja, die Grafik ist okay dafür, dass das Spiel schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Sehen Sie das Flugzeug? Flugzeug? Das ist wahrscheinlich das Letzte, das Sie bislang verlässt. Das ist voller Reichweite. Nur Geld und Verbindung. Mein erster hat kein Tattoo gehabt. Ich habe ihm gesagt, dass das Flugzeug weg ist. Aber sie glauben mir nicht. Alle glauben, die großen Maschinen kämen zurück. Tattoo, Wasser, Fernglas. Das ist unsere Ausrüstung und da ist unser Pin. Erkennt man voll gut. Schiffe. Ah, Claudia Schiffer. Oh. Junge, Junge. Der hat eine Waffe. Der wird uns sicherlich gleich umballern, oder? Ich hab dich im Auge, Freund. Okay, der hat uns nicht umgeballert. Feuer! Sehen Sie sich das an? Bürgerperiode. Das Feuer nimmt uns so viel. Es breitet sich aus wie ein Virus. Mein Bruder hatte einen schönen Bungalow mit Scheunen, 3 Rinder, ein reicher Mann. Ein Buschfeuer hat alles zerstört. Jetzt hat er das Land verlassen. Der kommt zurück. Hier ist Liberation Radio.
mit der Wahrheit für alle Wahrheitsliebenden. Die Wahrheit ist, dass euer Land euch braucht. Vorsicht vor der APR. Eine solche hat euer wundervolles Land im Griff. Die mögen den DJ nicht. Vielleicht liegt's an seiner Musik. Oh oh. Die ballern uns sicherlich um. Wurde Boss, er muss mir die Checkpoint sollen, ne? Hi, I mean, I'm from Zana. Benga, Yang, wenn du mal so kommst, Manga, lang ja was. Komm mit drin hier, so Mann. Wo geht's hin? Mein Fahrgast, ich bringe ihn in die Stadt ins Hotel. Woher? Vom Flughafen? Ja, Sir, vom Flughafen. Meine Herren, sind Sie den ganzen Tag hier? Ich könnte Ihnen später kaltes Bier mitbringen. Wie wär's? Sie trinken doch Bier. Yep, Bier? Klar trinken wir Bier. Na dann los. Ja, Sir. Danke, Sir. Bis dann, Sir. Hört nicht so, Junge. Eine Schutzweste an, der Bauer. Ausländer. Nicht so ungut, Sir. Diese Miliz. Sie kommen in unser Land und nehmen uns wirklich alles. Soldaten, aber die bleiben meistens unter sich. Ich brauche hier keine, keine. Und Feuer. Einfach nicht beachten. Nur Jungs, die ein bisschen Dampf ablassen. Sie wissen ja, wie das ist. Weiß ich. Mach ich zu Hause auch immer. Wenn ich Dampf ablassen will, dann verbrenne ich auch alles. Digi. Alle versuchen irgendwie aus dem Land zu kommen. Nur die Dummen bleiben. Die Dummen und Taxifahrer. Hä? Alter. Ernsthaft? Hat der Drecksack uns vergiftet? Alter. Ist nicht sein Ernst. Was ist los? Wir bringen uns doch bestimmt irgendwo hin, der Bauer. Alter. Alter. Okay, Sir, wir sind da. Und? Wir leben. Nee, ich glaube, ich nicht mehr lang. Alter, was ist hier los? Hey, geht's Ihnen gut? Sie sehen müde aus. Das war ein langer... Alter. Lebt. Und jetzt ist da ein anderer. Natürlich hat er uns vergiftet. Drecksack. Fliegen. Komm her, du Bauer. Ich stehe jetzt auf. Was ist mit mir los? Die Präsenz des E-Personen im Staat ist weiterhin destabilisierend. Er ist hauptverantwortlich für die derzeit steigende Waffeneinfuhr. Eine klare Verletzung des gemeinsamen Rahmenvertrags. Sein Ruf als gefährlicher Waffenhändler besteht zu Recht. Befehl, terminieren. Anders gelaufen als geplant. Ich atme noch und Sie haben Malaria. Ein Versuch war's schon wert. Scheiße, oder? Sie sind gefeuert. Sie hatten Ihre Chance, aber es ist vorbei. Und weil Männer wie Sie nur für Geld arbeiten, sind Sie nicht mehr mein Problem. Sie müssen sich eine neue Beschäftigung suchen. Ihre alten Kunden verstehen nicht, dass die mich nicht töten können. Verstehen Sie, was ich sagen will? Niemand tötet mich. Niemand. Ich entscheide, wer lebt und wer stirbt. Ich. Ich habe vor langer Zeit mal ein Buch gelesen. Ich denke immer noch jeden Tag daran. Es beschreibt, was die Menschen antreibt. Es hilft mir, das Leben da draußen zu verstehen. Ganz einfach. Jedes Wesen strebt danach, seine Kraft freizusetzen.
Leben ist Streben nach Macht, sonst nichts. Bis dann. Ich mach dich fertig, Junge. Aus der Stadt flieh. Aber gerne doch. Hantel. Oh wei. Muss das sein? Ich bin doch nicht so gut. Warum komm ich denn jetzt nicht hier? Sag mal. Geht doch. Was ist denn mit ihm jetzt? Wird ja immer schlimmer. Ciao. Mann, ist jetzt hier der Bursche. Ich hab nicht mehr Munition, verdammt. Was macht er denn? Nein, der kann doch jetzt nicht umkippen. Wir sind unabhängig. Ein paar Gerne, Chucky. Wir werden den führen. Erledigt. Das ist ein Drecksgeschäft. Huch. Sinkt Ihre Gesundheitsanzeige auf weniger als einen Balken, sind Ihre Wunden kritisch. Wenn Sie sich nicht schnell heilen, sterben Sie. Aber die haben mich nicht einmal getroffen. Wollen die mich flachsen? Sie können H drücken, um Ihre Gesundheit zu stabilisieren. Dann drücken wir H. Boah, Alter.
Mein Name ist Carbonell und mir ist egal, wie Sie heißen. Sie sind einfach nur ein Problem. Mit wem arbeiten Sie? Sie haben einige meiner Jungs beim Hotel erledigt. Wussten Sie das? Sie arbeiten jetzt für mich. Es müssten ein paar Besorgungen gemacht werden. Also bereiten Sie sich vor. Munition und Medikamente liegen bereit. Suchen Sie nach dem blauen Kasten auf dem Regal, stellen Sie sich davor und drücken Sie E, um Ihr Spiel zu speichern. Ja, da würde ich mal sagen, machen wir das in der nächsten Folge, liebe Leute, denn jetzt ist erstmal Schluss. Wir sind bei unseren knapp 15 Minuten und ich würde sagen, das war ein kleiner Einstieg in Far Cry 2. Die Story ist klar, der liebe Schakal, der uns im Bett besucht hat, ist der Bösewicht, der belieferte beide Seiten mit Waffen und unsere Aufgabe wird es im Laufe des Let's Plays, das hoffentlich noch ein paar Tage lang geht, ich richte mich da nach euch und nach mich, wie ich Lust habe, aber bisher ist das, denke ich, ganz gut und das war's soweit. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben für mehr Let's Plays, vielleicht auch mit Story, für mehr Far Cry. Und ansonsten könnt ihr wie immer auch einen netten Kommentar schreiben und ein Abo dalassen, wenn ihr keins meiner Videos verpassen wollt und mich damit unterstützen wollt. Und ansonsten kann ich sagen, euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal bei Far Cry 2 oder einem anderen Let's Play. Bis dann, ciao, euer Spiel.